David Dercsenyi ist Journalist in Ungarn. Lange arbeitete er für die Wochenzeitung HVG, wie er selbst sagt, immer sorgfältig und unvoreingenommen. Und dennoch wurde er vom Staat überwacht, wie drei weitere JournalistInnen in seinem Land. Sie alle wurden Opfer der Trojaner-Software Pegasus, die der israelische Anbieter NSO weltweit an Staaten wie Ungarn geliefert haben soll, um private Nachrichten mitzulesen. Dercsenyi erzählt, dass auch seine Frau ausgespäht wurde. Sie haben alles mitgelesen, ihr Privatleben, ihre Nachrichten, alles über unsere Kinder. Alles Private ist doch heutzutage auf unseren Mobilfunkgeräten, private Nachrichten, Bilder. Aber diese intimen Informationen haben nichts in den Händen von Geheimdiensten zu tun. JournalistInnen aus 10 Ländern haben den Skandal aufgedeckt. In Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen. Auf mehr als der Hälfte der untersuchten Telefone wurden Spuren der Pegasus-Software gefunden, die selbst verschlüsselte Nachrichten lesen kann. Diese Affäre hat bewiesen, dass es möglich ist, Spionagesoftware zu kaufen und sie dann gezielt zu benutzen, um Menschen zu überwachen und in einigen Fällen das Leben von Menschen zu zerstören. Auch das Smartphone des ungarischen Investigativjournalisten András Csábo wurde zur Zielscheibe der Ausspähsoftware. Sein Gerät soll ausgerechnet zum Zeitpunkt gehackt worden sein, als er einen wichtigen Artikel veröffentlicht hat. Warum er ins Blickfeld der Überwachung geriet, weiß er bis heute nicht. Ich habe mich gefragt, ob sie meine Quellen wissen wollten, mit wem ich in Kontakt war, mit wem ich sprach. Mein erster Gedanke war, ich habe diese Menschen unwissentlich in Gefahr gebracht. Diese Fragen konnte ich aber leider nicht beantworten. Der Überwachungsskandal schlägt international hohe Wellen, nicht aber in Ungarn selbst. Der Abhörskandal war in den ausländischen Medien auf den Titelseiten. Aber die regierungsnahe ungarische Presse hat kaum darüber berichtet. Auch nicht über die internationale Dimension des Skandals. Die Familienministerin Katalin Novak äußerte sich als Einzige zu dem Skandal, nur um zu sagen, dass sie sich zu solchen Gerüchten nicht äußere. Magyar Ádám, Euronews, Budapest.